wie Sie Ihre Teilnehmer zur Umfrage einladen. Sobald Sie Ihre Umfrage aufgebaut haben und den Fragebogen finalisiert haben, Sie haben das Layout angelegt, Sie haben alle Einstellungen getroffen, kommen Sie an den Punkt, wo Sie Ihre Teilnehmer einladen möchten. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen, wie Sie das am einfachsten umsetzen können. Dazu klicken Sie auf Ihre Umfrage und wechseln in den Bereich Teilnehmer einladen. Hier finden Sie den Umfragelink. Jede Umfrage hat einen eindeutigen Link. Der verändert sich auch nicht mehr. Den können Sie kopieren und eigenständig versenden zum Beispiel. Sie können den in Ihren eigenen E-Mail-Verteiler senden. Sie können den auf Ihrer Website platzieren. Sie können den auch in soziale Medien posten. Unterschiedliche Möglichkeiten. Das Ganze kann auch als QR-Code verpackt werden. Das bieten wir Ihnen hier direkt an. Beispielsweise haben Sie eine größere Veranstaltung, eine Live-Veranstaltung und möchten dort das Feedback einholen auf einem Seminar oder ähnliches. Dann können Sie hier den QR-Code einfach anklicken. Der vergrößert sich und dann können die Teilnehmer das mit dem Handy abscannen und gelangen so direkt auf die Umfrage. Oder aber Sie exportieren das als Bildgrafik und fügen das ein in einen Flyer, Aufsteller, Papier oder irgendwas. Also da können Sie sich einfach dran bedienen. Das ist direkt vorbereitet für Sie. Oder aber auch, was öfters vorkommt, dass man gerne einen Pre-Test machen möchte. Das heißt, ich möchte in der wirklichen Live-Umfrage testen, ob alles funktioniert, an ein paar Kollegen oder beteiligte Personen geben, damit die auch nochmal drüber schauen, etc. Kopieren Sie einfach den Link und fügen ihn in den Browser ein oder Sie klicken einfach hier direkt auf die Verlinkung. Dann öffnet sich die Befragung und wir gehen das mal exemplarisch hier durch. Haben das mit beantwortet jetzt hier mal. Teilnahme ist abgeschlossen. Wunderbar. Das haben jetzt mehrere Personen gemacht. Und jetzt kommen sie in den Punkt und sagen, jetzt wollen wir starten, aber wir haben ja schon Ergebnisse. Das ist ein bisschen uncool. Da können Sie jetzt in die Auswertung gehen, klicken hier auf die Einzelergebnisse und würden jetzt hier die einzelnen Ergebnisse sehen, die jetzt aus dem Pre-Test oder ähnliches schon vorhanden sind. Und mit Klick auf die jeweiligen Teilnahmen oder halt alle auswählen, sagen Sie hier markierte Teilnehmer löschen und löschen sozusagen Ihre Testergebnisse. Das ist ganz angenehm. Sie können mit diesem Link, den Sie später eigenständig versenden oder auch nicht heißt, wir sprechen gleich über die anderen Optionen in weiteren Videos, ja, können Sie zur Umfrage einladen. Das ist wie gesagt der Umfragelink, das ist die kürzeste Form. Versenden Sie den und laden direkt zu Ihrer Befragung ein. In diesem Sinne viel Spaß und viel Erfolg und auf gute Ergebnisse.